So, servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, jetzt haben wir Freitag, denn was haben wir denn für ein Datum? Guter Frage. Ach ja, den 26. Februar, auch gut. Ja, und ich hab frei. Ist ja Freitag. Genau. Ich bin aktuell dabei zu rachen. Die hängen jetzt schon die Waschzeit. Oder 3 Stunden, 3,5 Stunden im Schrank. Meiner vorherigen Wasch sind jetzt fast leer. Das ist der klägliche Rest. 2, 4, 6, 8 Stück. Das sind die vom ersten Versuch gewesen. Jetzt haben wir 45 wascht. 18 noch da. Ja, und ein feiner Speck. Ja, das Rachen mache ich da draußen auf dem Balkon. Im Racheschränkler. Jo, man riecht's. Ich habe ja meinen kleinen Edelstahl-Racheschrank, wisst ihr ja. Und da hängen jetzt meine Wäsche drinnen. Ja, das Neihänger ist nicht ganz so optimal, gebe ich ja zu. Da tropft es wieder ein wenig. So, machen wir das einmal zu. So doch nicht. Da machen wir mal ein wenig weiter auf, da machen wir mal ein wenig weiter auf. Ja, rachen durch wieder mit meiner Sparbrandschnecke beidseitig angezündet, dass wir ein wenig mehr rachen. 8 Stunden was das so circa durchhalten. Das könnte, denke ich, ganz gut nachkommen. Weil jetzt sind wir ja gleich bei 4 Stunden. Also, ich denke, das könnte schon passen. Machen wir mal auf, kommen wir mal reinschauen. Ja, die haben auf jeden Fall das mal ganz anderer Farbe gekriegt wie die anderen. Uiuiui, ich finde die schauen ganz gut aus. Ja, schauen wir mal, ob sie was machen. Ich bin gespannt. Ja, die lassen wir jetzt dann einfach mal weiter rachen. Das ist ja kein großer Akt. Ja, eigentlich recht schön. Ja, Temperatur sind wir jetzt bei knapp über 20 Grad. Außentemperatur ist jetzt auch nicht so. Ist jetzt auch nicht so kalt. Also ich stehe im Pulloverhaus und ist eigentlich angenehm. Es passt ganz gut. Ja. Aber der Winter soll ja voraussichtlich noch einmal kommen. Schöner Ausblick so da unten. Steht was Schönes. Genau. Ja. Schwein ist nah draußen. Gucken wir mal so Sicht. Ach ja. Ach ja, und wie mir die Sicht. Jetzt passt mal auf. Und zack. Uma? Uma? Wie? Was? Warum? Viel Bagage. Ja, die freuen sich jetzt. Der Schnee ist weg, dann kommen wir auch wieder wegen raus. Fällt ihnen viel besser, als wenn es da vorne mit Schnee draußen ist. Die wollen halt keine kalten Füße um. Digi, komm da. Digi! Hallo Digi! Jo! Und ich warte auf meinen Ballenzanger. Keine Ahnung, ob die Woche kommt. Eine Nachricht habe ich noch nicht gekriegt. Die letzte Nachricht, die ich gekriegt habe, war 2 Wochen ab Bestellung. Ja, bestellt habe ich. Heute, vor 2 Wochen. Also theoretisch wäre sie heute dann mit Lieferung dran. Praktisch, keine Ahnung. Was ich sagen. Schön wäre es natürlich, wenn es da käme, weil wie gesagt, Freitag habe ich eh frei. Bin ich eh daheim. Was? Spinnst du? Weil Freitag bin ich ja eh daheim. Das steht sich ja grundsätzlich passen. Aber ja, kann man nichts machen. Schauen wir mal. Gut. Gehen wir mal draußen noch was da. Wir sind ja schon draußen, aber ganz draußen. So, 12 war es mittlerweile. Ja, dann sind wir jetzt bei 4 Stunden angekommen. Ist ja doch schon so weit. Ja, die Schweinchen. Genau. Ja, ich bin gerade von oben runter. Habe ich ja gerade eben gesagt. Das ist ja noch keine 5 Minuten her. Ja, 12 war es seit. Ja, auch da sind sie am Racheschrank drin, also sind sie jetzt 4 Stunden. Passt. Gut,
Ja, was ich euch zeigen wollte, das haben wir das letzte Mal. Nee, das letzte Mal nicht, das war der reine Wurstvlog. Das ist die Fortsetzung dazu. Aber wo wir das vorletzte Mal stehen geblieben sind, das war beim Kalkstreuen. Gut, was ist jetzt mit dem Ding geworden? Gibt es ihn jetzt noch? Hat er ihn jetzt verschrottet? Hat er ihn jetzt fertig gemacht oder was? Fertig gemacht. Naja, fast fertig gemacht. Da steht er. Ohne Kalkstreuer. Ja, was ist das da für schwarzes Gummidings? Ja, das ist ein Gummimatten, ein Anti-Rutschmatten. Wir haben ein Stück lang gefunden. Was habe ich jetzt damit vor? Ganz einfach, ihr seht da oder die Einschläge. Da und da. Das ist, wenn man ihn aufklappen tut, dann pufft er immer da drauf. Da macht man sich den ganzen Deckel oben immer kaputt und ich habe jetzt vor, das Ding einfach mit zwei Nägeln da oben draufsetzen. Und wenn du den Deckel aufmachst, dann pufft er quasi da drauf, macht keinen Schaden mehr auf dem Holz. Oh, da sind Luftblasen drin. Ich glaube, mein Holz gast aus. Naja. Ja, auf jeden Fall, das ist so geplant. Ob das funktioniert, ja, müssen wir mal sehen. Eigentlich schon. Genau. So wäre das dann gedacht, dass er auf dem Gummi aufliegt. Ja, innerhalb ist er auch soweit fertig. Da die Farbe überall nicht gescheit kalten. Naja, ist halt so. Ist ja eigentlich bloß zum ein bisschen auffrischen. Ich meine, perfekt ist es nicht. Da ist jetzt früh zugeklappt worden. Da hat er natürlich jetzt ein wenig Lackschaden, aber wie gesagt, ist ein Arbeitsgerät. Ist ja kein Museumsstück. So schaut er auf jeden Fall aus. Ich finde, es ist auf jeden Fall viel besser als vorher. Man muss es ja zwangsläufig sagen, weil vorher war er ja überall abgeplatzt und ein neuer Bretter drin und. Ja, musste ja mal was geändert werden. Ja, innerhalb auf jeden Fall sauber rausgestrichen. Da überall ein wenig Farbe reinlaufen lassen in die Ritzen, dass da was nachkommt. Das bin ich am Überlegen. Was ist los? Röller! Was sagst du? Ey, die Gas. Ich bin noch am Überlegen, die Ritzen da eventuell mit Sigaflex zuzumachen. Durch den Umbau hat sich das so ergeben. Tja, ich glaube, der ist ein bisschen breiter geworden. Könnte zumindest sein. Unbeabsichtigt. Was denn? Jo. Kann natürlich auch täuschen. Vielleicht wurde es auch vorher schon so. Ich könnte es nicht einmal sagen, aber ich bin mir überlegen, ob ich das vielleicht mit Zigarre noch zumache. Das bleibt dehnfähig. Das gibt ein wenig noch. Dann hat man nämlich da drin auch kein Kalk und nichts mehr. Wäre eventuell eine Option. Muss aber nicht zwingend sein. Dann möchte man halt gründlich raus. Ist auch egal. Ja, Rührwerk ist wieder drin. Seht ihr da unten? Ich finde das Ding, das schaut immer. Was ist denn? Hast du auch schon was zu sagen? Hä? Ja, ja, ist mir schon klar. Ich finde mir das Rührwerk schaut ein wenig aus wie ein Mähbalkenmesser. Ja, da unten der Rest vom Rührwerk. Quasi der Antrieb selber. Ist auch lackiert worden. Und alles wieder schön Gongbohr gemacht, entrostet. Ein wenig nachgefettet, dass man es leichter wieder aufbringt. Die Maschine ist soweit abgefettet. Das habe ich auch gemacht. War notwendig. Weil durchs Waschen war natürlich überall Wasser drin. Ja, dreht wieder alles leichtgängig. Flutscht wieder schön. So wie das halt muss. Ja, hinten dran haben wir die Klappen wieder. Die ist auch remontiert. Jetzt komme ich mal einen Schieber hin wieder. Oh, oder kann man auch nicht. Steht jetzt ungünstig. Ja, alles klar, Vorführeffekt, ne? Und jetzt wahrscheinlich ein wenig angepappt, die Farbe. Naja, kann sein. Eigentlich war es auch schon gescheit drucken, aber vielleicht auch nicht. Ja, muss ich dann aber später mit einem kräftigen Ruck lösen. Mit einer Hand geht es jetzt nicht. Dann geht es schon wieder. Ist doch gut! Jetzt kommt die Jago. Was hier los? Mensch! Ja, ist auf jeden Fall auch wieder alles schön Gongbohr gemacht. Ist die wieder stierig? Könnte schon sein. Das Einzige, was jetzt noch nicht drin ist,
das ist die. Ja, die Hemmschiener. Ich habe damals einen Fehler gemacht beim Bohren, weil das alles so auf schnell, schnell sein musste, weil ich das Ding ja wieder einsetzen wollte. Ich hätte es nicht bohren sollen. Das war ein Fehler, das hätte ich in Ruhe machen sollen, weil ich hätte es ja eigentlich nicht gebraucht zum Kalkstreuer. Plus die Löcher habe ich gebohrt. Und wenn ich die Hemmschiene reinmache, dann rutscht es erst einmal nicht ganz runter. Und ich habe das Gefühl, wir könnten dann auch ein Problem kriegen mit der Höhe. Das muss ich noch mal probieren. Keine Ahnung. Weil die Walzen bzw. Schnecken hinten drunter könnte dem Ganzen jetzt ein bisschen im Weg sein. Ja, muss ich auch mal sehen. Auf jeden Fall, so schaut das Ding jetzt aus. Aufkleber fällt noch. Bin ich auch mal gespannt. Da wollte mir der Janis was schicken. Schauen wir mal, weil dann wäre er wieder komplett. Gut. Ja, jetzt machen wir den Schieber da schnell gegangen. Dann bauen wir mal die Schnecken raus und dann schauen wir mal, dass wir die Hemmschiene da angepasst kriegen, dass die Agua neu geht. Weil erst mit Hemmschiene kannst du normalerweise rieselndes, also grob gar nichts, Streugut durchlassen, weil sonst funktioniert das nicht. Ja, das mache ich jetzt einmal. So, am Kalkstreuer bin ich jetzt soweit durch. Oder Düngerstreue, oder wie man es nennen möchte, das Ding. Der ist eigentlich jetzt fertig. Es fehlen jetzt noch die Arginolen Aufkleber. Ja, gut. Mal gucken, ob ich die kriege. Schön wär's. Ja, ist doch gut. Jetzt fängt die Schöre an, aber wenn es da unten stößt. Die Hemmschiene ist drinnen. Rölla! Die ist stierig. Die Hemmschiene ist drinnen. Ich glaube, die sieht man von da aus gar nicht. Der Mechanuckel da funktioniert auch wieder. Sieht man es auch jetzt vielleicht, also da unten drinnen. Da hinten ist die Hemmschiene. Funktioniert alles, flutscht alles, passt. Ein wenig nachgestrichen habe ich noch, wo er abgeglatzt war. Die Streuwalzen ist wieder drinnen. Ja, im Grunde genommen ist er fertig. Wie gesagt, das wäre jetzt noch schön, wenn halt noch ein paar Teile kämen, aber naja. Und da ist der Gummipuffer. Vorteil, wenn ich jetzt aufmache, geht er auf den Gummipuffer drauf. Ich denke, da können wir jetzt danach zumachen. Sprich, ich mache mir nicht mehr das ganze Holzleistler um drauf kaputt. Das ist ein wenig geschützt. Ja, sitzt mit drei Nägeln fest. Schaut jetzt vielleicht blöd aus und ist nicht original, aber ich finde, es ist einfach praktischer. Besser so. Ja, soweit. Oh. Hinten dann die Zahlen habe ich auch wieder beschriftet. Siehe da. Dass man wieder schön sieht. Genau. Und soweit sind wir an dem durch. Ja, was wollen wir mehr? Das lang doch, passt doch. Könnte ich da vorne die Zahl haben wir noch? Das ist die eigentlich auch vorgestellte Nummer. Könnte ich die haben wir noch malen? Dann kann man die auch schön lesen, weil hinten drauf ist er ja nicht mehr. Aber den Aufriss mache ich mir ehrlich gesagt nicht, die hinten wieder drauf zu malen. Solange es auch da steht, langt das ja. Gut, der ist eigentlich fertig und kann dann da drüben rein, bei meinem Betrag, wo das Mähwerk drin steht in den Türler. Da möchte ich dann noch Möglichkeit schauen, dass der mit reinkommt und die Netzaden, die landen ja jetzt neben dem Mähwerk, die soll da raus. Die können sowieso sagen, dass ich da demnächst einmal brauche. Und die soll dann eigentlich mitunter in die Mähdrescher halten, wo neu geplättelt ist oder gepflastert ist. Und soll da dann die Wand gehängt werden. Da ist er weniger im Weg, nimmt weniger Platz weg und man kommt eigentlich schön an, weil der Inner, um die rauszukriegen, muss das Mähwerk raus und die brauchst du da doch, sage ich auch mal, öfter. Wie jetzt zum Beispiel den Streuer. Den Streuer brauche ich seltener. Sprich, wenn der Streuer da innen steht, dann passt das. Wenn die Netzarten da innen ist und ich muss immer erst ausrammen, dann ist das blöd. Und wie gesagt, dann ist er auch nicht optimal drinnen. Jo, genau. Abstellstützen funktioniert ja. Sülzler, was ich da gebastelt habe. Wurmspinner welcher. Ja, kalt ist jetzt geworden. Ihr seht, ich habe wieder Jacken an. Heute früh war es so schön. Jetzt zieht es zu, richtig eisiger Luft. Ich bin schon mal überlegen, ob ich gleich auch Mützen aufsetze. Brr, nicht schön.
Was ich jetzt noch vorhabe, ich nehme jetzt den Radlader und dann fahre ich einmal noch ein Hai und Strun auf. Ja, ich wollte eigentlich auch mal einen Rundballen verfahren. Hätte ich natürlich gerne mit der Zange gemacht, weil käme ich dann auch ein wenig schöner nach, aber gut, wenn er nicht da ist, wenn die Zange nicht da ist, dann nehmen wir halt den Radlader mit den Mulden. Zuletzt ging es auch nicht mit Radlader und Mulden. Musste ich das ganze Jahr mit der Robin machen. Ja, warum? Der Grund ist ganz einfach, ich habe zuletzt den Radlader am Kalkstreuer gehabt und auch das Gestell, das Treibunggestell. Und deswegen konnte ich die Mulden nicht nachhängen. Ungünstig gewesen. Ja, da habe ich halt mit der Schubkarren was nachgefahren. Aber natürlich jetzt wieder nicht die größte Menge. Und jetzt fahren wir mal mit dem Radlader mit den Mulden ein wenig was raus. Aber wieder nicht so viel, weil wie gesagt, ich möchte mal anfangen, die Rundballen noch loswerden, bevor mal das Feuer wieder losgeht. Das ist ja noch ein bisschen Heu theoretisch. Und bis dahin hole ich noch einiges an Heu. Aber das nervt einfach, wenn du hergehst und dann liegen die Dinger noch im Weg. Es sind glaube ich noch 10 Stück insgesamt. Die müssen auch weg. Die liegen ja jetzt schon seit 2 Jahren. Naja, schauen wir mal, dass das auch gut wird. Jetzt fragen wir auf jeden Fall den da. Und die da. Thank you.
So, 10 Ballen haben wir. Gänge theoretisch mehr, aber nicht oben. Früher im Zettelmeier, da ist glaube ich immer 20 Stück sind reingegangen. War großer Schaufel. Beim Adler sind die Mulden Gänge theoretisch mehr, wenn ich es schlichten tät, wenn ich es aufeinander schlichten tät. Aber in dem Winkel kriege ich jetzt keiner drauf, dann müsste ich dann übersteigen und ja, geht ein wenig abwärts, wenn ich den eben drücke. Deswegen, das machen wir nicht so einen Blödsinn. Hätte ich jetzt dann vorne unten, dann hätte ich gesagt, der soll jetzt die Schaufel einmal ein wenig runterkippen. Dann hätte ich oben noch einmal 4 oder 6 Ballen draufgebracht. Aber das, wie gesagt, das, wenn man es allein macht, dann ist es halt so. Zur Not fahre ich noch einmal, wie gesagt, ich brauche noch ein wenig Stroh. Allerdings nicht so viel Stroh. Ich brauche jetzt ein wenig mehr Heu. Weil Silo-Ballen sieht man auch von da. Nö, aber der andere liegt ja noch in meinem Container. Den will ich erst verfahren, wenn die Zange da ist. Müssen sie jetzt mal Heu fressen. Das heißt, jetzt muss ich ein wenig mehr Heu auf da, dass ich da auch genug füttern kann. Ich fülle jetzt wieder so viel auf, dass es mir rein rechnerisch bis nächste Woche am Freitag langt. Ja genau, weil nächste Woche am Freitag habe ich wieder frei. Und vielleicht habe ich ja das Glück bis dahin, dass die Zange da ist. Und wenn das Wetter passt, dann ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da unten der 10er Rundballen, die müssen auch noch weg. Ja, dann werde ich auch mal so rauffahren. Es ginge da wieder mit der Palettenkabel, aber mit der Zange ist doch dann ein wenig schneller. Da packe ich sie, fahre sie schön auf, brauche mir nicht ablogen. Und weil ich auch mal gesagt gekriegt habe, Mensch, kauf da halt einen Ballenspieß. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Wie gesagt, das ist eigentlich bloß eine einmalige Sache. Ich habe bloß das Anna Moldo oder die Rundballen gehabt. Das ist nicht für die Zukunft geplant, weil die Dinge darauf zu bringen, ist eine einzige Katastrophe. Weil die kriegt der Greifer oder nicht Kuhn. Und die müssen ja, wie gesagt, dann da reingerollert werden. Das ist mit dem Rodlader dann gegangen und mit dem Hubmast irgendwie, denke ich. Und das ist so eine elende Plackerei. Ich weiß schon, warum ich HD-Ballen habe. Wäre der Stottel anders konstruiert, dann könnten wir das durchaus machen, aber der Stottel ist nun mal 250 Jahre alt. Der ist so alt wie die Familiengeschichte auf dem Hof. Und ja, da jetzt was umzubauen, den Stottel bloß, dass du da Rundballen reinbringst. Das nächste ist, ich habe die Technik nicht dafür, dann müsste ich immer pressen lassen. Für die Silo-Ballen ist das für mich in Ordnung. Ich meine, dafür kaufe ich mir jetzt dann Capres. Aber wenn ich jetzt dann fürs Heu und für alles immer jemanden bräuchte, der mir das pressen tut, ganz ehrlich, nee, will ich nicht. Ich bin eigentlich schon immer so auf Eigenmechanisierung gewesen, so muss ich sagen. Und dann war ich jetzt nicht anfangen und war jetzt wieder vor jemandem was pressen lassen. Wie gesagt, bei den Silo-Ballen ist vollkommen in Ordnung, lasse ich gern machen, aber meine HD-Ballen, das möchte ich selber machen. Ich habe meine Presse da unten stehen. Das einzige ja wäre, vielleicht haben wir noch ein größerer. Die AB12 ist nicht schlecht, aber mich würde ja eigentlich wieder AB63 reizen. Das war ein schöner Press. Die haben wir damals gehabt. Gut, mittlerweile auch veraltet eigentlich, aber für mich geht das ja länger. Plus die sind halt unglaublich teuer, deswegen die 12 erlangt. Nur Rundballen, weil die Dinge liegen jetzt da oben, die da wegzubringen. Okay, Heu lässt sich noch rollen, das ist relativ leicht, suche ich einmal. Aber die müssen ja da runter, das heißt, ich muss dann mit der Zange irgendwann da reinfahren. Der Greifer muss höher auf, den Ballen da herrollen. Dann kann ich hier das Brett rausnehmen, das lässt sich drüben einfach abnehmen, heraus. Dann kann ich den Ballen so weit wie möglich nach und dann mit der Zange backen und nun die hin. Ja, seht ihr ja aber schon, geht ja normalerweise nicht, weil es steht immer was da, der Kippe steht da hinten. Aktuell steht der Kramen noch dahinter, gut, der fällt dann irgendwann einmal da weg, aber dann hast du immer noch den Kipper, der im Weg ist. Also kämest du schon gar nicht gescheit nach, musst immer erst den Kipper rausfahren, bloß dass du Heu rauf da kannst. Das ist Aufwand. Es ist ein matzmäßiger Aufwand für nichts. Und so nehme ich bloß den Radlader, den stelle ich mir da nach, schmeiß meiner Ballen rein, fahr meiner Ballen auf, geh's gessen. Oder wenn ich wirklich einmal ganz viel brauche, dann geht's ja ganz einfach. Da ist das Loch, dann schmeiße ich meinen kleinen Ballen dann unter auf den Kippe, hänge den kleinen Bulldog noch an den Kippe nach und fahre mit dem Kippen auf.
geht genauso. Aber wie gesagt, Rundballen, nö. Für Silo tut's gut, für alles andere, n-n. Und Silo mache ich ja bloß deswegen Rundballen, weil A, es gibt die Möglichkeit, wir können ja auch die HD-Ballen wickeln. Ist mir ja auch vorgeschlagen worden. Man macht doch kleine HD-Ballen und das auch wickeln lassen. Aber A, ich will mein Press nicht kaputt machen, weil Gras ist anders zerpressen wie Heu oder Stroh. Es lässt sich schlecht schneiden, das geht unheimlich auf Presskolben. Du machst ja die Presse damit kaputt, das ist ein alter Press. Und das nächste ist, die Dinge dann zu wickeln. Dann geht es ja auch wieder los, das Geschiss. Brauchst erst einmal so einen Wickler. Ich hab keinen. Ich wüsste auch keinen, der so einen in der Nähe hat. Dann musst du das wickeln und dann musst du so unheimlich viel Plastikmüll, den du damit produzierst, weil jeder Ballen, der wird ja auch gewickelt. Wenn ich überlege, ein Rundballen, okay, der braucht ein Abo lang, bis er drauf hat. Aber das ist mengentechnisch, sage ich auch mal, geringer, als wenn ich jetzt einen Rundballen mit 1,20 Meter nehme und im Vergleich dazu, keine Ahnung, was entspricht ein 1,20 Meter Rundballen? Silo, wie viel HD-Ballen waren denn das auch? Keine Ahnung, sagen wir mal so grob 30, 40 Stück vielleicht. Also da ist der Mengenmüll, der mengenmäßige Müll dann definitiv größer. Und das, ne, also übertreiben müssen wir es auch nicht. Alle reden es auch von Umweltschutz. Ich meine, die Silofolie selber, es ist Müll, ja, es war zart. Es gäbe wohl noch die Möglichkeit, einen Silohaufen irgendwo zu machen und zuzudecken. Habe ich aber schon mal gesagt, das ist bei mir schlecht. Ich habe die Flächen nicht dafür, wo ich es machen kann. Weil das müsstest du dann rausnehmen. Klar kannst du es machen. Aber ich will meine Flächen, die eh schon klar sind, jetzt noch kleiner machen, weil ich da mein Silo drauf lache. Deswegen mache ich Silo-Ballen. Die sind kompakt, die kann ich aufeinander schlichten. Die kann ich in der Ecken schlichten. Die kann ich im Hof verteilen, wo sie am Ende im Weg sind. Und dann ist der Käse für mich gegessen. Genau. So, jetzt fahren wir auf, jetzt habe ich wieder so viel gelabert. Eieiei.
Ja, da hat mich das Tor geärgert. Ich sag ja, es wird jetzt kälter und irgendwie auch gescheit windig. Ja, sonst mir das Tor zugewichst. Naja. Aber wenn man lauffaul ist und nicht groß absteigen möchte und ein bisschen ein Feingefühl am Lenkrad und am Schalthebel und überall hat, dann geht es sowas auch mit dem Radlader. Hat vielleicht ein wenig komisch und unbeholfen ausgeschaut. Ein anderer wäre vielleicht ausgestiegen. Aber so eine Baumaschine kann das auch. Gut, da haben wir jetzt noch ein wenig Strom rein. Und ich denke mir, ja, mein Strom da hinten wird langsam weniger. Und eigentlich habe ich ja im letzten Jahr einen Strom gepresst. Das liegt ja auch noch da. Das gute Zeug, das kann er sich ja auffressen als Raufutter. Wenn es kein Silo gibt, könnte ich ihnen von dem noch was geben. Hauen wir mal was miteinander. So Leute, damit hätten wir das auch. Ja, Hai und Struh ist drum.
Nicht die Welt, die Tür habe ich gleich offen gelassen. Ich brauche da noch ein wenig Schrot für die Schweine. Für morgen schon wieder. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, mache ich das gleich noch? Ich bin nämlich noch am Überlegen, ob ich meinen Streuer gleich da drüben reinramme. Müsste ich den IHC wieder raus da und mein Mähwerk raus da? Außerdem, wenn ich ihn doch zum Streuer mal ausprobieren will, dann müsste ich ihn ja wieder rausholen. Dann macht es nicht viel Sinn. Ja, weil eigentlich habe ich nämlich gedacht, woher. Also, der Hümler hat jetzt die Netzecken drin und die zwei Netze da hinten. Ja, ist nicht optimal, weil die ist ganz bescheiden da reingegangen. Es geht, wie gesagt, nur, wenn das Mähwerk auch draußen ist, weil wenn es hinten ist, hast du keine Chance. Deswegen habe ich jetzt die Überlegung, die quasi dann unten im Stall einfach in die Wände noch hängen. Das ist ja kein Problem. Die kriegst du dann oder Lakum. Und wenn ich da links und rechts einen großen Schrauben oder einen großen Nagel oder einen Haken noch mache und hänge es auch da drauf, warum nicht? Ja. Na. Ich glaube, da habe ich jetzt halt keine Lust. Wenn ein Regen kommen sollte und der Streuer noch einmal nass wird, ja, mein Gott, das wird noch nichts machen. Den brauche ich noch, da kann ich offen lassen. Ja, da tue ich mich nicht ab. Wenn er jetzt da mal nass werden sollte, mache ich, naja, gut gestrichen, dass nichts mehr passieren kann. Und zur Not schmeißen wir halt ein wenig Planer oder was drüber, dass nicht zu arg ist. Ja, schauen wir mal. Machen wir mal das Rolltor zu und dann schauen wir mal, was noch ein wenig passiert. So, jetzt haben wir mittlerweile Freitagabend, es ist Viertel 6er. Ja, wie man sieht, es ist nass, es hat geregnet. Ja, oder mal Schüderregen da. Jetzt nieselt es noch ein bisschen. Naja, ich habe vorhin den Streuer doch noch abgedeckt, wo man dann doch ein wenig so riskant, weil ich gedacht habe, naja, es muss ja nicht. Hab abgedeckt gehabt, runter war es die Schweine gelaufen und schon hat es angefangen. Denke ich, jupp, das war vielleicht doch eine gute Entscheidung. Ja, die Planer war ja noch da. Ich habe abgedeckt gehabt die ganze Zeit und die habe ich eigentlich zum Drucken aufgehängt. Ja gut, jetzt habe ich sie halt dann über den Streuer wieder drüber. Ich muss halt wieder Drucken. Egal. Na, Hauptsache der ist abgedeckt und war nicht wieder sagen. Es muss nicht sein. Bloß aufräumen. Naja, vielleicht probiere ich ihn doch einmal mit dem KS-Dünger aus. Weil dann weiß ich wenigstens, wie ich abdrehen muss. Beim Rauchstreuer, beim Pellestreuer, da weiß ich es nicht. Und ich meine, der KS sind ja weniger von der Menge auf Sektor. Sprich, müsste er so ein Behälter länger, langer. Vielleicht mache ich es wieder mit dem. Ja, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Präziser ausgestreut wäre es halt, weil dann habe ich nicht die Gefahr, dass es noch so auf die Straße fliegt oder so, weil den Rauch, wie gesagt, ich kenne auch nicht. Ich habe mit einem Pendelstreuer bzw. mit einem Tellestreuer noch nie gestreut. Der Rauch ist ein Tellestreuer mit zwei Tellen. Früher haben wir einen Vicon Pendelstreuer gehabt. Der ist aber irgendwann dann weggekommen, eben für den anderen, auch von der Jachtgenossenschaft. Naja, auch mal gucken. Oder ich fuchs mich einmal rein, wie das funktioniert. Wow, wie ich lustig bin. Weil eigentlich einen Vorteil hätte es. Mit einem anderen fahre ich mit einem leichten Bulldog. Mit dem großen Streuer habe ich natürlich den 4-Tonner schweren IHC. Das ist natürlich die Bodenverdichtung dann wieder ein wenig immense. Der eine ist schön leicht, hat relativ breiter Reifen. Also wenn ich vom K15 ausgehe, vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, von der Ballenzange habe ich leider auch noch nichts gehört. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein wenig ungeduldig. Gebe ich ja zu. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Ding vielleicht tatsächlich heute kommt, noch die zwei Wochen. Wäre optimal gewesen. Aber ja, wir können halt nicht alles holen, so wie es ausschaut. Ich meine, einen Vorteil hat es, du bestellst sie, du zahlst nichts an. Die kommt, wird geliefert, du lädst sie ab, schaust sie da an und wenn alles in Ordnung ist, bezahlst du ein paar beim LKW vorher. Ist alles schön gut, kriegst deine Rechnung. Nachteil natürlich an der Sache, ja, du wartest auf das Zeug. Und die können sich natürlich Zeit lassen. 2 Wochen, 3 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, 10 Wochen, was er kann. Ja, gut. Ich meine, so gesehen, es sind jetzt die 2 Wochen. Es ist Freitag. Ich weiß ja nicht, wie die LKW vorher unterwegs sind. Das macht ja wieder eine externe Spedition bei denen. Wie gesagt, ich bin ein wenig ungeduldig. Also, seht mir es ein wenig nach, wenn ich jetzt da ein wenig rumnerv. Ja, ich hätte es halt gern gehabt. Bei den Schweinen bin ich auch durch. Die habe ich auch besorgt. Aha, schon wieder geschissen. Ja, ja.
Ich habe auch ein wenig Heu mit rein, können auch so drauf rumknapsen. Gefüttert sind sie auch schon. Karotten und Beeren und allerlei. Und du, hey, rammel mal das Zeug raus! Betzack! Hey! Bist du? Arschloch! Machst du? Vogel! Alter, Fetti! Da! Ja, ja, die machen auch schon wieder, es gibt schon wieder was. Aber, na. Hör mal auf! Jetzt muss ich Angst versteigen. Also, da gehört definitiv einmal noch ein Stall drin runter. Und unten am Boden ein wenig verankert, weil der reißt mir das Ding da oben zusammen, der Blödmann. Ja, da sind wir auf jeden Fall fertig. Eingestreut, gefüttert, gemacht, getan. Und ja, das machen wir dann für heute Feierabend. Bei meiner Garage muss ich noch vorbeischauen, ob es jetzt dann passt. Und dann, ja, genau, war es das eigentlich auch schon für das Video. Aber die Garage zeige ich euch noch. Jo, bis gleich. So, jetzt sind wir drum in meine Küche. Und ich habe die Bullnischen aus dem Racherschrank rausgeholt. Ich denke, die werde ich morgen vielleicht noch ein zweites Mal rein. Aber die schauen auf jeden Fall schon ganz gut aus und riechen vor allem ganz gut. Ja, da hängen sie. Ja, das mal, also im direkten Vergleich natürlich mit den anderen vom letzten Mal. Größer, dicker. Natürlich immer noch weit entfernt von der richtigen Stärke. Also theoretisch hätten sie wahrscheinlich so gekönnt, wie die da unten ist. So, dann wäre es auch besser gewesen. Also sind immer noch ein wenig dünn, sind auch wieder recht hart. Das Licht drauf, weil sie bei mir natürlich ein wenig länger abhängen, weil ich unter der Woche natürlich nicht dazukomme. Weil wenn ich das Fleisch Samstag hol, Sonntag mache, dann hängen sie ja doch bis Freitag, bis ich rachen kann. Oder halt, ja gut, theoretisch könnte ich es vielleicht eher machen, aber es ist halt riskant zu rachen, wenn ich draußen nicht dabei bin, weil dann könnte es auch, dass die Hunde noch gehen. Naja. Aber auf jeden Fall schon besser. Und beim nächsten Mal, wenn ich welche mache, vielleicht waren sie ja dann noch viel besser. Wie gesagt, Übung macht den Meister. Klar, wie gesagt, die hätten deutlich dicker sein können, aber ich denke, fürs zweite Mal sehen sie auch doch schon viel besser aus. Macht auf jeden Fall was her. Die Färbung ist auch im Vergleich zu denen natürlich ganz anders. Die sind eher braun und die sind so richtig schön kräftig rot. Ja, die hätte noch ein wenig Rauch verdrungen können. Da muss aber auch beim Luftdruck noch ein wenig eng zusammenhängt. Naja, wie gesagt, ich denke, die werden noch ein zweites Mal reinhängen. Da sieht man den Kümmel ein wenig, der mit drin ist. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie die schmecken. Vielleicht besser. Schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's dann für das Video. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Gerachert habe ich. Wie sie schmecken, kann ich euch natürlich im Video schlecht zeigen, weil ist nicht. Die müssen jetzt sowieso erst einmal noch abhängen, bevor man sie isst. Ja, den Duft, den ich jetzt dahin habe, kann ich euch auch ganz schlecht zeigen. Riecht aber sau gut. Naja, da müsst ihr vorbeikommen dazu, um das zu riechen und zu schmecken. Ja, wie gesagt, Versuche. Ja, in diesem Sinne wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Mit der Ballenzange, das wird sich dann zeigen. Lassen wir das Thema mal. Ja, wie gesagt, 2 Wochen. Kann ein wenig länger dauern, darf man sich jetzt nicht aufregen, deswegen. Wie gesagt, ich habe noch keinen Verlust gemacht. Klar, ich warte drauf und klar, ich möchte dann Siloballen verfahren. Das wäre natürlich optimal, wenn dann vielleicht die Dinge schon da wären. Aber wenn sie auch nicht da sind, also wenn die Zange nicht da ist, dann ist halt noch nicht. Die kommt früher oder später. Und das erfahrt ihr ja dann auch. Und mit dem Streuer unten, sobald ich da einmal loslege. Also hätte es jetzt nicht gerenkt, dann hätte ich es morgen einmal probiert. Weil dann hätte ich mir morgen einmal einen Kramen angehängt und hätte einmal einen Versuch gemacht und hätte einmal auf der ersten Wiese was ausgebracht, weil der Boden ist nicht mehr gefroren. Ja, der Regen, wenn quasi erst morgen Abend kommen will, dann hätte ich das zu früh probieren können. Aber wäre natürlich optimal, wäre es gleich in einem Boden neu. Aber ich kann auch bis März, Mitte März, Anfang April oder was warten, das ist auch kein Thema, da mache ich keinen Stress. Aber das erfordert ja danach. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, wir hören uns wieder. Servus!